Hallo, mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und in diesem Video erzähle ich dir, wie auch du so ein Haus mit Seele bekommen kannst und du wirst am Ende des Videos erstaunt sein, wie einfach das geht. Ja, und seien wir mal ganz ehrlich, du bist heute hier, weil du irgendwo frustriert bist. Das heißt, du hast vielleicht einen Planer und erzählst ihm, was du gerne haben möchtest und er kann das einfach nicht umsetzen. Die Pläne hauen dich nicht vom Hocker. Das geht nicht an dein Herz und du bist unzufrieden. Oder du warst in Neubaugebieten, willst dich inspirieren lassen und findest da nur eintönige Häuser. Oder du hast dir selber angefangen zu planen. Vielleicht hast du dir einen amerikanischen Plan runtergeladen und nun bist du, kommst nicht weiter, weil die viel zu groß sind und alles, was das Grundstück, was du hast, ist gar nicht so groß. Und dann hast du vielleicht noch deine Freunde, die schon mal gebaut haben und vielleicht von ihrem Bau traumatisiert sind und dir ganz furchtbare Storys erzählen, die in der Regel nur halb so schlimm sind, wie der Mensch es erzählt, weil der Mensch neigt ja dazu, große Geschichten zu erzählen, weil er da mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich sage dir mal eins, schieb das mal alles weg. Öffne dein Herz und freu dich auf dein Haus. Meld dich bei Pinterest an. Suche Greenville AG, in einem Wort geschrieben. Ich habe dort über 1000 Häuser für dich gesammelt. Bei denen kannst du dich inspirieren lassen. Oder von denen kannst du dich inspirieren lassen. Und dann mach dir selbst den Account und sammle einfach die Bilder, die dir gefallen. Es muss nicht das ganze Haus sein, es können einfach eine kleine Ecke sein. Ich weiß dann schon, wie der Rest aussehen muss. Aber so findest du erstmal deinen Stil. Stehst du mehr auf Farmhäuser oder möchtest du es mehr elegant oder ganz romantisch? So findest du einfach deinen eigenen Stil. Sammle diese Bilder, teile auch das Ganze in Gruppen, in Küche, Bäder, Wohn, dass du innen auch schon anfängst, das Ganze auszuwählen. Und ich sage dir eins, damit tust du viele Gedanken in dein Haus schon investieren und diese Gedanken sind Energie und die manifestieren sich irgendwann mal. So kannst du starten. Und dann check dein Budget. Sei ganz ehrlich mit dir, schreib dir alle Ausgaben auf, die du hast. Geh zur Bank, lass dich beraten, dass du erstmal eine Idee hast, was kann ich denn überhaupt für mein Haus ausgeben. Ja, und dann ruf mich an oder vereinbare einen Termin gleich hier über die Homepage bei mir, sodass wir den ersten Step gehen können und ich grob einschätzen kann, wie ist der effizienteste Weg für dich, gerade jetzt in deinem Stadium. Ja, und eins muss ich dir noch sagen. Weißt du, Hässlichkeit und Eintönigkeit ist genauso teuer wie Anmut und Schönheit. Es ist vielmehr eine Frage der Intelligenz und des guten Geschmacks. Also lass dich nicht einschüchtern. Oder schau mal, ich habe dir einen Link hier versehen von Palladio. Schau dir mal die alten Meister an. Palladio hat schon im 16. Jahrhundert ganz einfache Dinge gesagt. Wie zum Beispiel, dass die Fenster im Obergeschoss nicht größer sein sollen als die Fenster im Untergeschoss. Es sind ganz, ganz, ganz simple, einfache Dinge. Und es gibt eigentlich nur drei Sachen, die ein Haus haben muss, um dass das als schön oder als Haus bezeichnet werden kann, das an die Seele geht. Das ist einmal die Anmut, das ist einmal die Funktionalität und die Dauerhaftigkeit. Und wenn nur eines der Sachen fehlt, dann ist das Haus nicht perfekt. Also, wenn es nicht dauerhaft ist, also du hast schlechte Materialien, da kann es noch so funktional sein, es ist nicht gut. Oder wenn es sogar dauerhaft unfunktional ist, aber nicht schön, dann ist es eben auch nicht perfekt. Ja, und ich kann dir helfen, einfach zu so einem tollen Haus zu kommen, wo dein Herz aufgeht, wo das Haus eine Seele hat. Ja, und wo du dein Leben lang glücklich sein wirst. Ja, weil du wirst ein Leben lang angesprochen. Wenn du im Garten stehst, jeder, der vorbeikommt, wird schauen und wird sagen, boah, du wohnst auch in einem tollen Haus. Sie wohnen ja in einem tollen Haus. Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn du mich kontaktierst und wenn ich dir dabei helfen kann, dein Haus mit Seele zu bauen, weil es ist wirklich simpel.